Youngstars wird Ihnen präsentiert von LT1 und der VKB Bank. Das ist Lara Marie, 15 Jahre alt, aus Linz, Musikgymnasiastin, Pferdenärrin und Stimmtalent. Ich habe mich mit meinem Song Me Siento Viva bei den Youngstars beworben und aus dem Grund einfach, weil ich Leuten meine Musik präsentieren möchte. Und die Texte schreibt Lara selbst. In Me Siento Viva geht es um einen schönen Tag im Leben eines Depressiven, erzählt Lara. Songs zu schreiben ist ihr der liebste Zeitvertreib. Also mein Papa ist Argentinier, deswegen schreibe ich sehr viel Lieder auf Deutsch und Spanisch oder nur Deutsch, je nachdem. Und ja, das taugt mir, weil es einfach eine tolle Sprache ist, finde ich. Und der Papa hilft mir natürlich auch immer, wenn ich mal was nicht weiß oder so. Lara war auf einem Schreib deinen eigenen Song Camp. Dort wurde sie von Produzenten entdeckt, erzählt sie. Darauf folgte der Song Me Siento Viva. Me Siento Viva. Lara ist aber keine Anfängerin. Mit 10 gewinnt sie den Kiddie Contest letztes Jahr. Profi-Eindrücke bei der Castingshow The Voice of Germany Kids. Überhaupt die Erfahrung von gesanglich her, wir haben super Vocal Coaches gehabt, wir haben totales Training gehabt, wir haben wirklich gesehen, wie das ist, wenn man dann so richtig professionell sowas macht. Also da hat man schon mitgekriegt, dass das auch Arbeit ist und nicht nur so zum Spaß. Aber mir hat das total taugt und ich glaube, wenn man das gern macht, dann hat man eh kein Problem damit, dass das oft auch ziemlich anstrengend sein kann. Bald gibt's jetzt wieder Neues von Lara zu hören, von wieder neuen Produzenten und ganz auf Deutsch. Genau, es wird bald eine neue Single geben, die heißt Stille oder Schweigen. Kann man sich dann aussuchen, wir wissen es nicht genau. Und wir sind gerade mit dran für das Musikvideo und es ist jetzt eigentlich schon fertig produziert. Und akustisch klingt der Song so. Ich verstehe nicht mehr, was mit mir passiert. Merke nur, dass mein Herz meinen Verstand attackiert. Also meine Zukunftspläne sind eigentlich, dass ich nur ein bisschen Erfolg habe, dass ich meine CDs besser verkaufen, dass ich meine Pferde besser finanzieren kann. Ja, dann wünschen wir vorerst viel Glück bei den Youngstars. Ab 22. April kann übrigens online für die Nominierten gevotet werden. www.youngstars.cc. Spüre nur, dass mein Verstand meinem Herzen tanzt.